Was sind Sommerpomaden? Für mich persönlich heißt es eine Spur fester. Aus Erfahrung kommen dann viele Kunden und fragen immer, was kann ich denn nehmen? Wenn ihr sonst Medium benutzt, benutzt man eine Strong für den Sommer. Servus, grüßt euch miteinander aus dem Pomadeshop in München, in dem wunderschönen. Wie ihr wisst, bin ich ja jetzt eigentlich immer im Laden, deswegen nicht der Otto-Brunner-Showroom in Ottobrunn. Und ein bisschen anderes Format, heute mal ein bisschen was Neues oder was anderes. Ich will euch die Sommerpomaden vorstellen. Was sind Sommerpomaden? Für mich persönlich heißt es eine Spur fester, also ab mittelfest losgehend, weil wirklich so diese ganz weichen Brillantinen, sei es eine Murray Superlight, die zwar auch einen schönen frischen Duft hat, oder eine Sweet Georgia Brown, wenn ihr im Biergarten irgendwo sitzt und die Sonne prallt euch auf den Kopf, dann schmilzt euch da alles weg. Und aus Erfahrung kommen dann viele Kunden und fragen immer, was kann ich denn nehmen? Ich mag die so gerne, die Klassiker, aber mir läuft es dann irgendwann die Birne runter. Würde ich sagen, wir starten ab mittelfesten Halt und gehen dann nach oben. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Prinzipiell, wenn ihr sagt, ihr wollt noch gerne Reviews auch noch von mir sehen, könnt ihr mir das gerne als Kommentar natürlich auch unter dem Video unterlassen. Wenn ihr sagt, nein, Max, Andi, Flo, die machen das perfekt, alles gut, dann werde ich, denke ich, hier immer so ein bisschen andere Formate vorstellen. Könnt ihr einfach mal einen Kommentar drunter schreiben, was ihr denn vielleicht sehen wollt noch für Content von uns. Dann starten wir mal mit den sommerlichen Düften. So im mittelfesten Bereich hätte ich da einmal... Ja, auch noch nahe an der Grenze zu weichen, aber finde ich ein bisschen hitzebeständiger als eine Sweet Georgia zum Beispiel, wie genannt. Eine Black and White, absoluter Klassiker mit diesem wunderschönen Kokos-Jasmin-Duft. So ein bisschen was von Sonnencreme, einfach geht immer. Wunderschönes Produkt. Dann darf natürlich nicht fehlen die Debrelin Medium. Ist auch an der Grenze bei hohen Temperaturen, aber mit diesem schönen, frischen Kokos-Ananas-Duft für mich eigentlich eine, ja, absolut, der geht fürs ganze Jahr, aber auch für den Sommer wunderbar. Dann hätten wir im mittelfesten Bereich noch die Voodoo Island mit diesem, ja, bisschen mich an immer einen Wunderbaum erinnernden Ananas-Duft. Ein bisschen künstlicher, aber auch immer wieder cool. Schöne Geschichte, Voodoo Island. Und dann hätten wir im Homebrew-Bereich noch die Granny von Michael Gillert. Mit diesem super frischen Limetten-Zitronenduft, eine ganz erfrischende Nummer. Kann ich euch auch nur mal wärmsten empfehlen, wenn ihr eine mittelfeste Pomade sucht. Dann, was hätten wir im wasserbasierten Bereich? Im wasserbasierten Bereich King Brown Water-Based mit so einem frischen Moschusduft. Auch eine sehr, sehr schöne wasserbasierte Geschichte. Bleibt ein bisschen nachstylbar, also wird nicht ganz so hart, wie man es manchmal von wasserbasierten kennt. Sehr, sehr schöne Pomade. Dann zur Vesito geht einfach immer so ein Herbst, ja, herb, frisch, seifig, also irgendwie so von allem etwas mit dabei, geht auch einfach das ganze Jahr, finde ich einen tollen Duft. Zur Vesito Firmhold, ihr wisst, bei zur Vesito haben alle den gleichen Duft, bis auf die für die Mädels, die zur Vesita mit so einem schönen Granatapfelduft, also auch was Erfrischendes, die Variante für die Mädels, oder wenn ihr es ein bisschen seifiger wollt, die normalen zur Vesitos. Im matten Bereich mit frischen Düften hätten wir die Featherweight von Uppercut aus Australien, kommt mit so einem sehr, sehr leichten, dezenten Zitronenduft. Matt bis, ja, minimaler Glanz. Oder als unorthodoxe Pomade dann die Mr. Bear Family Matte Clay. Ist nicht 100% matt, hat noch so einen gesunden Glanz, ist wirklich genau, wie man sich eine unorthodoxe Pomade vorstellt. Das heißt, bleibt komplett stylbar wie eine klassische Pomade, wie ihr es von einer Ölbasierten kennt, aber ist einfach auswaschbar wie eine wasserbasierte. Auch eine schöne Geschichte für den Sommer. Schmilzt euch auch überhaupt nicht weg, also dementsprechend da eine schöne Alternative zur ölbasierten Pomade, wenn ihr nicht unbedingt auf wasserbasiert vielleicht wechseln wollt, eben so dieses Zwischending. Ist eine gute Sache, so eine UWB. Dann kommen wir mal zu den ein bisschen festeren Kollegen. Da für mich gehen beide auf jeden Fall für den Sommer. Goon Grease von Lockhart's. Einmal mit dem Gurkenduft, auch schön frisch, ist eh nur sehr, sehr mild, kaum wahrnehmbar. Oder der ein bisschen kräftigere Limettenduft, wenn ihr das wollt. Definitiv auch einen Tag über wahrnehmbar. Ganz ehrlich, wenn die Sonne auf euren Knopf knallt, dann riecht man jede Pomade wieder so ein bisschen. Aber auch schöne, erfrischende Düfte. Zusammen mit der Schmiere Hart, mit der ganz normalen. Und interessanterweise, finde ich, schmelzen die so gut wie gar nicht bei Hitze auf dem Kopf. Also hält auch sehr gut hohen Temperaturen stand. Das ist jetzt die harte mit dem Capri-Sonnen-Eisduft. Also da auf jeden Fall Sommergefühle, die geweckt werden. Und was natürlich nicht im festen Bereich mit einem schönen, erfrischenden Duft fehlen darf, Bone Crusher. Einfach eine der beliebtesten Sommerpomaden, weil auch die einzige, die wir haben, die Menthol enthält und dementsprechend auch noch eine Kühlwirkung auf der Kopfhaut. Und dazu kommt noch dieser frische Zitronengrasduft, eine ganz, ganz schöne Geschichte für den Sommer. Das mit dem Kühleffekt werden vielleicht manche festgestellt haben, nicht alle spüren es.
wenn man sehr, sehr dichtes Haar hat, ist die echt schwierig, bis zur Kopfhaut runter zu massieren. Und dann spürt man nicht so den Effekt. Wenn man ein bisschen dünnere Haare hat vielleicht, dann kommt es umso stärker raus. Die Sommerpomade für mich tatsächlich, muss ich sagen. Dann hätten wir noch einen sehr festen Bereich, auch neu, die von Fettkopf aus Berlin kommend, die Lime. Mit so einem schönen Minz-Limetten-Kai-Pirinha-Duft. Auch eine richtig gute Sommerpomade, hält auch bei hohen Temperaturen ohne Probleme stand. Wenn ihr noch fester braucht, klar gibt es noch die Fettkopf Extra Strong. Die ist dann wirklich für die ja, wirklich Lockenköpfe. Aber da wäre dann für mich dann auch nochmal die Womanizer definitiv. Die gibt es ja auch noch in der Medium, wobei sie dafür im Sommer in meinen Augen deutlich zu weich ist. Aber die feste Variante kriegt ihr auch im Sommer eure Locken gebändigt. Es schmilzt euch nicht weg. Eine richtig schöne, feste, wachsige. Und da wäre so Mysterious Paintings. Einfach so ein dieser schöne, zitrisch, modern parfümierte Duft. Super, super genial. Auch absolut für den Sommer empfehlenswert. Ist, würde ich sagen, von allen, die ich vorgestellt habe, die geruchintensivste. Gerade wenn die Sonne auf euren Kopf knallt, dann kriegen alle davon was ab. Genial. Ja, das wären so, denke ich, meine Favoriten für den Sommer, wo ich euch nur so ans Herz legen kann. Geht einfach eine Stufe fester mit der Pomade, was ihr sonst benutzt. Wenn ihr sonst Medium benutzt, benutzt man eine Strong für den Sommer. Wenn euch das nicht reichen sollte vom Halt oder wenn ihr sonst bei dem Leichten unterwegs seid, wie erwähnt, geht auf eine mittelfeste. Und dann solltet ihr da keine Probleme haben, super über den Sommer zu kommen. Ja, dann war es das auch schon von mir hier aus der Blumenstraße. Falls ihr noch nicht abonniert habt, wäre es wunderbar, wenn ihr einmal die Glocke drücken könnt und einmal den Abo-Knopf. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich bald mal wieder, entweder hier aus dem Laden oder im Laden, wenn ihr mich besuchen kommt, was natürlich klasse ist. Oder vielleicht zu einem Review. Schauen wir mal, was ihr da runter kommentiert. Dann bis bald, schönen Tag euch noch. Servus, der Alex.